Kurz vor 15 Uhr. Guten Tag hier bei Welt an diesem Donnerstagnachmittag. Im Fall Rebecca gibt es eine neue Spur. Vielleicht ist es diesmal auch die erhoffte heiße Spur. Denn die Polizei durchkämmt zur Stunde mit einer Hundertschaft und einem Hubschrauber ein Waldstück in Brandenburg. Wir sehen hier die aktuellen Bilder. Das Großaufgebot der Polizei ist im Einsatz. Und das Ganze findet südöstlich von der deutschen Hauptstadt im Storkower Ortsteil Kummersdorf im Landkreis Oder-Spree statt. Laut Polizei gab es nämlich einen konkreten Hinweis. Mehr von Dagmar Böning. Seit 2,5 Wochen ist Rebecca verschwunden. Nun durchsucht die Polizei den anliegenden Wald der A12 im brandenburgischen Storkow zwischen Kummersdorf und Wolzig. Die Ermittler gehen einem konkreten Hinweis nach, twitterte die Polizei. Trotz des offensichtlichen Verdachts der Polizei hält die Familie weiter zu dem Festgenommenen. Nun forderte Rebeccas Vater seinen Schwiegersohn auf, sein Schweigen zu brechen. Eigentlich stehen wir hinter ihm, aber er soll endlich das Maul aufmachen. Das war's, danke. Die Polizei geht inzwischen fest davon aus, dass ihr Schwager die 15-Jährige getötet hat, und zwar in seinem eigenen Haus. Das Mädchen sei zur fraglichen Tatzeit mit dem Schwager allein gewesen. Wenn wir das Telefonverhalten von Rebecca beachten und die Auswertung der Routerdaten aus dem Haus des Schwagers, kommen wir zu dem Schluss, dass Rebecca das Haus nicht verlassen haben dürfte, so der Leiter der Mordkommission. Seit Rebeccas Verschwinden wird eine solche Fließdecke vermisst. Fasern davon sollen im Wagen des Verdächtigen gefunden worden sein. Außerdem unternahm Florian R. zwei Autofahrten, die er nicht erklären kann. Ein sogenannter Kennzeichenscanner hatte ihn erfasst. Die Polizei setzt jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung und veröffentlichte Fotos von Florian R. und seinem Kleinwagen. Wir haben einen dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten, aber wir wissen nach wie vor nicht, wo Rebecca ist. Das heißt, der Beschuldigte äußert sich nicht, er hat sich spärlich geäußert. Und dieses Äußerungsverhalten steht nicht in Einklang mit den Ermittlungsergebnissen, die wir haben. Obwohl es kaum Hoffnung gibt, glaubt Rebeccas Familie weiter, dass das Mädchen noch lebt. Bitte helft mir, meine kleine Schwester zu finden, fleht eine ihrer Schwestern bei Instagram. Und in dem Waldstück, in dem gesucht wird, beobachtet Marie Pschibilla auch die aktuelle Situation. Marie, die Frage ist, gibt es bereits eine Meldung von der Polizei, dass man eventuell vorangekommen ist, eine Spur tatsächlich hat? Ja, auch da hält sich die Polizei im Bedeck. Wir können hier direkt einmal rüberschauen, denn hier sind eben tatsächlich seit heute früh um 11 ungefähr 90 Kolleginnen und Kollegen der Polizei im Dienst. Da ist die Kriminaltechnik dabei. Da ist auch die Mordkommission dabei und hier sehen wir eben Beamte, die eben auch mit Stöckern sozusagen ausgestattet sind, um eben hier dieses ganze Waldstück zu durchsuchen. Ein Hubschrauber war auch im Einsatz, auch 4 Spürhunde sind hier im Dienst und man kann sich vorstellen, es sind ja bereits 4 Stunden, die hier gesucht werden, das dauert natürlich, so ein ganzes Waldstück auch zu durchsuchen und dementsprechend kann man aktuell bei der Polizei bisher noch gar keine Auskünfte darum geben, wie lange das dauern wird. Wir haben nur eben gerade gehört, bislang gibt es einen entscheidenden Fund hier in dem Wald bislang nicht. Marie, du hast ja, bevor du dort nach Kummersdorf gefahren bist, mit dem Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft Martin Steltner gesprochen, auch zum Ermittlungsstand. Gibt es da irgendwas Neues, auch was den weiterhin in U-Haft sitzenden 27-jährigen Tatverdächtigen, den Schwager von Rebecca, angeht? Eigentlich gibt es da nichts wirklich berichtenswert Neues, denn es ist ja so, seit gestern, seitdem noch mal diese große öffentliche Aktion, noch mal dieser große Aufruf gestartet wurde mit dem Foto von Florian R., mit dem Wagen, auch der hier eben auf der A12, über diesen wir übrigens auch hierher gefahren, wo er ja erfasst worden ist und eben all diesen 150 Hinweisen, die da eben allein gestern Abend eingegangen sind, denen muss man jetzt nachgehen und auch diese Aktivitäten hier in diesem Wald in Brandenburg, auch die, das ist eben einer dieser Hinweise, den jetzt hier auch nachgegangen wird. Aber da lassen sich wirklich weder Staatsanwaltschaft noch die Polizei bislang in die Karten gucken. Natürlich sehr schwierig auch für die Ermittler, aber die Familie, die müssen wir auch noch ansprechen, Marie. Es ist ja interessant, offenbar hält sie tatsächlich immer noch zu dem Inhaftierten. Ja, das ist in der Tat so. Das wird auch immer wieder öffentlich mitgeteilt. Auch ich habe vorhin noch mal gesprochen mit Rebeccas Vater und auch er sagt, wir stehen weiter hinter unserem Schwiegersohn. Denn es war ja so, als der in der vergangenen Woche zum ersten Mal festgenommen wurde und dann wieder auf freien Fuß gesetzt, da hat man ihn natürlich einmal sozusagen vorbestellt in die Familie, wollte einmal wissen, was ist da gewesen, wo hat er sich aufgehalten, was ist da genau passiert. Und offenbar hat die Familie die Erklärung, die Florian Erder abgegeben hat, hat sie offenbar beruhigt, überzeugt, sodass die Familie wirklich weiter an dessen
dessen Unschuld glaubt. Aber die Ermittler tun das offenbar nicht. Denn sonst würden wir jetzt natürlich nicht diesen großen neuen Schlag, diesen neuen Aufruf und jetzt auch hier diese Hinweissuche haben. Anders als die Familie glaubt die Polizei nämlich nicht, dass Rebecca entführt wurde und noch in irgendeinem Keller oder in einer Laube sich aufhält. Marie, danke für diesen Überblick und du wirst für uns die Lage natürlich weiterhin dort in Brandenburg beobachten.